Aber jetzt will ich Ihnen mal eins sagen. Es darf doch die Parteipolitik nicht so weit gehen. Das grenzt ja schon an Zynismus, zu sagen, weil wir eines unserer Ziele, Erhöhung des Spitzensteuersatzes, nicht umsetzen können. Deswegen werden wir den kleinen Leuten die steuerliche Entlastung nicht geben, die sie verdient haben. Was ist denn das für eine Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerpartei? Da brauchen Sie gar nicht so grinsen. Das ist unglaublich. Schäbig ist das von einer SPD, dass sie an diesem Punkt nicht mitmacht. Und deswegen brauchen wir, und man kann ich lade Sie gerne mal ein zu mir auf die Schwäbischen Alb. Da können Sie im Winter nicht mit Ihrem Fahrrädle von einem Dorf zum anderen fahren. Da brauchen Sie was Anständiges. Und deswegen. Ja, zum Beispiel eine gute Bahnverbindung. Ach, jetzt will ich mal was sagen. Auf der Schwäbischen Alb eine Bahnverbindung hin und her, das ist ja geradezu lächerlich. Also da machen wir uns doch nichts vor. Das war also einen schöneren Beweis dafür, dass Sie keine Ahnung vom ländlichen Raum haben, gibt es gar nicht als diesen einen Satz. Wenn Sie einen Posten als Brüllaffe brauchen, können Sie sich nachher bei mir bewerben. Aber jetzt sind Sie doch mal ein bisschen friedlich. Ja, jetzt muss ich mal sagen, das entspricht nicht der Wahrheit. Das entspricht nicht der Wahrheit. Es hat erstens mal in der Wirtschaft eine freiwillige Vereinbarung gegeben, dass man mehr Führungspositionen an Frauen vergeben will. Und bei allen, jetzt darf ich doch mal, wissen Sie, das gehört auch dazu, Frau Künast, ich höre Ihnen als Mann zu und bitte Sie, dass Sie als Frau mir auch zuhören. So ist es. So, und jetzt. Dann können wir ja über die Dinge. Ich will doch nur mal die Fakten darstellen, dass wir da eine unterschiedliche Position haben, ist doch klar. Herr Kollege Beck, ich finde die Art und Weise, wie Sie Fragen stellen und gar nicht an einer Antwort interessiert sind, finde ich schäbig, um das mal klar zu sagen. Sie stellen mir eine Frage. Sie stellen mir eine Frage, und bevor ich diese Frage beantwortet habe, sagen Sie schon, weil das Ergebnis rauskommt. Eigentlich müsste ich sagen, die Antwort hat sich schon selbst erledigt auf Sie. Aber um das klar zu sagen, wir haben formuliert, wir wollen bis zum Jahr 2020 den Unternehmen die Möglichkeit geben, die Quote von 30% zu erreichen. Und wenn sie dann nicht kommt, wird es gesetzlich vorgeschrieben, und dieses Gesetz machen wir gleich zu Beginn der Legislatur, der neuen Legislaturperiode. Das ist die klare Aussage. Saudi-Arabien. Jetzt will ich Ihnen mal was sagen. Wenn man hier in diesem Haus von einem Kollegen in dieser Art und Weise moralisch angegriffen wird, wird man wohl noch das Recht haben, sich zu verteidigen, ohne von Ihnen den Vorwurf Oberlehrer bekommen zu müssen. Das ist ja unglaublich. Sie sollten sich dafür schämen. Im Übrigen kann ich nur sagen, und jetzt kommen wir mal zum Thema. Jeder macht seine Aufgabe im Respekt vor dem anderen, und jeder versucht, auch in einer gewissen Selbstbescheidung nicht über seine Grenzen hinauszugehen. Wir nicht, das Bundesverfassungsgericht nicht. Dann ist die Welt in Ordnung in unserem Land, meine sehr verehrten Damen und Herren. Sie ist dann, Herr Kollege Kauder, wahrscheinlich noch nicht ganz in Ordnung, aber es wäre ein Beitrag zur Vervollständigung der Welt. Ja. Es ist wie auch im deutschen Fußball die Tatsachenentscheidungen des Schiedsrichters dort, die Erklärung des Bundestagspräsidenten nehme ich natürlich an. Und korrigiere insofern, dann ist das meiste in Ordnung, Herr Bundestagspräsident. Und da einen dümmeren Zwischenruf kann man sich gar nicht vorstellen, wenn ich hier über humanitäre Probleme rede, von Säbelrasseln zu sprechen. Sie sollten sich schämen für diesen Zwischenruf. Und jetzt werde ich Ihnen mal was sagen. Ich hoffe, es stockt Ihnen der Atem. Wenn ich sage, wir müssen für unser Menschenbild eintreten und die Dinge beim Namen nennen. Und Ja, wissen Sie, das, was Sie mir, Frau Göring-Eckardt, manchmal als gute Ergebnisse vorschlagen, das beim näheren Hinschauen sind das meistens schlechte. Und deswegen können wir das nicht machen. Es gibt ein paar Punkte, wo wir uns einig sind, aber im allermeisten muss ich sagen, von Wirtschaft verstehen Sie nun wirklich nicht so viel. Das muss ich mal deutlich formulieren. Und deshalb wollen wir mal Sie sowieso schon gar nicht, Herr Gysi, also Sie sind jetzt der schlechteste Ratgeber dazu. Nein, nein. Und deswegen ist es richtig, dass wir beim Thema Wirtschaft helfen, in neue Entwicklungen hineinzukommen. Sie haben allen Grund, Sie von den Grünen und Sie persönlich, haben allen Grund, die Taschentücher bei sich zu behalten. Es ist nämlich zum Weinen, was Sie nach 25 Jahren der friedlichen Revolution in Thüringen veranstalten. Das ist zum Heulen. Das ist zum Heulen. Und ich kann Ihnen nur sagen, das werden Sie auch eines Tages noch zu spüren bekommen. Nicht nur, dass Sie mit den Linken, die Sie auch noch so zur Brust nehmen wie heute, eine Koalition machen, sondern dass Sie 25 Jahre nach der friedlichen Revolution die an die Macht bringen, die man damals weggewischt hat und einen Ministerpräsidenten der Linken jetzt wählen. Da kann ich nur sagen, ja, das ist wirklich zum Heulen. Herr Kollege Kauder. Nein, ich mache keine Zwischenfrage. Jetzt kann ich mal nur eins sagen. Sie als Grüne, Sie haben überhaupt keinen Grund, so zu tun, als ob Sie schon immer die größten Investoren in Straßenbau gewesen wären. Also das muss ich mir von Ihnen nun wahrhaftig nicht vormachen lassen. Also sowas. Ich habe es erlebt, wie überall grüne Umweltminister Investitionen in Verkehrsinfrastruktur verhindert haben, nicht wie sie unterstützt haben. Und deswegen brauchen wir von dieser Seite keine Belehrungen. Bevor ich mich dem Thema Haushalt und die Auswirkungen für unser Land beschäftige, möchte ich dem Kollegen Bartsch noch einen Hinweis mitgeben. Es ist sehr gut und freut mich, dass Sie offensichtlich mehr in die Bibel als ins Kapital von Karl Marx schauen. Das ist durchaus richtig. Aber Sie müssen schon noch ein bisschen mehr machen. Ich bin bereit, Ihnen dabei zu helfen. Denn wenn Sie da einige Zitate bringen, haben Sie ein ganz wichtiges vergessen. Matthäus 7,3. Warum siehst du den Splitter im Auge deines Bruders, aber den Balken in deinem eigenen Auge bemerkst du nicht? Das ist der entscheidende Punkt, Herr Kollege Bartsch. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben, Herr Hofreiter, auch für Sie habe ich einiges parat, das sage ich Ihnen dann. Herr Kollege Kauder, lassen Sie eine Zwischenfrage. Nein. Die große Sicherung, die Sicherung der, ich will Ihnen mal eins sagen, Sie könnten, es wäre gut, wenn Sie mal eine Viertelstunde einem Gedanken folgen können und nicht immer sich so aufführen, wie Sie es hier tun auf dieser linken Seite. Wir müssen die europäische Außengrenze sichern. Und dies können wir nicht allein, sondern dazu braucht man auch die Türkei. Und jetzt kann ich bei Ihnen gar nie, da bin ich sicher. Kollege Kauder, lassen Sie eine Zwischenfrage. Nein. Und deshalb, ja, wissen Sie mal, jetzt will ich Ihnen mal was sagen. Es muss auch möglich sein, in diesem Haus, wenn man eine Redezeit von 10 Minuten hat, mal Gedanken klar zu formulieren. Sie waren dran beim Reden und Sie machen ja sowieso Zwischenfragen, wie es Ihnen gerade passt. Jetzt kann ich es noch einmal sagen, was ich schon in der letzten Debatte gesagt habe. Nein, Herr Gabriel, das hat nichts mit Wahlkampf zu tun, sondern mit der Realität, die ich jetzt abgebildet habe. Aber wollen wir jetzt nicht vertiefen. Außerdem dürfen Sie von der Regierungsbank gar nicht reinrufen, müssen Sie hier auf dem Platz. Aber Politik beginnt ja bekanntlich mit dem Betrachten der Wirklichkeit. Tja, manchmal habe ich den Eindruck, es weiß nicht jeder, dass das so ist. Aber sie beginnt mit dem Betrachten der Wirklichkeit und die Wirklichkeit, wissen Sie, bei Ihnen ist das Bewusstsein für die Wirklichkeit durch Ideologie so verdrängt, dass ich mit Ihnen darüber gar nicht rede. Aber ich halte... Herr Kollege Kauder, darf der Kollege Mützenich eine Zwischenfrage stellen? Ich halte im Übrigen das 2-Prozent-Ziel... Wissen Sie, jetzt will ich Ihnen mal was sagen. Sie können den Herrn Kollegen Mützenich nachher ans Rednerpult schicken. Es muss in diesem Hohen Hause auch mal möglich sein, einen Gedanken ohne Unterbrechung zu Ende zu führen. Im Übrigen kann unser Koalitionspartner SPD mir die Fragen ja auch bilateral stellen. Da brauchen wir uns hier nicht im Plenum. Aber ich sage noch einmal, Sie scheinen ja sehr verunsichert zu sein. Und deswegen freuen wir uns natürlich auch darauf, wenn die Fraktionssitzungen der CDU-CSU-Fraktion sind offen für jeden ehemaligen Kollegen und freuen uns auf jeden Besuch. Ja gut, dann komme ich, wenn ich mal in Pension bin, bei euch vorbei. Meine sehr verehrten Damen und Herren. Vielleicht gehen wir da am besten zusammen, um größere Zusammenstöße zu vermeiden. Ja, wir können mal das probieren. Auf diesen Zwischenruf habe ich eigentlich schon gewartet. Und da kann ich Ihnen nur sagen, von Ihnen wollen wir und brauchen wir, aber auch die Jüdinnen und Juden in diesem Land keine Belehrungen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die AfD wollen wir hier nicht. Stehen Sie woanders hin. Für Sie haben wir hier bei unserer Demonstration keinen Platz. Stammt nicht von mir, stammt nicht von mir. Meine sehr verehrten, Sie können es gerne im Internet bei YouTube anschauen, da ist es eingestellt. Es hat einige Kolleginnen und Kollegen, die dabei waren, die das bestätigen können, dass es genauso formuliert worden ist. Kein Satz von uns, sondern ein Satz von einer jungen jüdischen Frau in Deutschland, den wir natürlich unterstützen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wenn es dann in diesem Haus Kolleginnen und Kollegen gibt, die das christliche Abendland retten wollen, und dann über andere Menschen so sprechen, wie Sie es gemacht haben, Frau Weidel, hat dies mit christlichem Menschenbild nichts zu tun. Null hat es damit zu tun. Sie haben von Kopftuch... Sie sind jetzt mal ruhig und hören zu. Man hat sie ja erst mal wiederholen müssen, damit sie erst mal hier wieder herkommen. Sie besitzen die unglaubliche, ich sag's jetzt mal, das unglaubliche Ding, sich hier hinzustellen und eine Rede zu halten. Und dann verschwinden Sie aus dem Plenarsaal. Und damit ich Sie ansprechen kann, muss man Sie extra holen lassen. Was sind denn das für Werte, Frau Weidel? Liebe Kollegen, ich bitte um Ruhe. Will ich Ihnen mal was sagen. Hören Sie bitte dem Redner zu. Sie müssen genauso ertragen, wenn man Sie kritisiert, wie andere ertragen. Großmaulig im Austeilen und schwach im Einstecken. Das ist die AfD. Jetzt will ich nur sagen, Herr Bartsch, dass Sie das natürlich in besonderer Weise beobachten, das kann ich gut verstehen, denn Ihre Parteitage sind regelmäßig von solchen Auseinandersetzungen geprägt. Von Ihnen brauchen wir also keine Hinweise, wie man es anders machen sollte. Dann reden Sie mal mit Sarah Wagenknecht und Frau Kipping, was die in aller Öffentlichkeit auf Parteitagen vorführen. Und bei der AfD geht es natürlich sehr harmonisch und friedlich zu. Das lesen wir ja jeden Tag. Und da sind wir ja auch gespannt, wie die Frage, wer nachher kommt und so weiter, diskutiert wird. Herr Kollege Thomek, gestatten Sie noch eine Zwischenfrage? Ich kann noch unendlich lange reden, sehr gerne. Das fürchte ich schon.